Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Und heute werden wir endlich Kalida sehen. Ja, Mai, oh, ich bin so aufgeregt. Okay, alles was wir tun müssen, ist diese Statue betrachten. Nein, eigentlich die Yakis anzutippen. Yakis? Haben wir eigentlich noch den Notenzettel dabei? Ist das der? Der könnte gleich wichtig werden, also... Nein, sie sitzen da ganz gut. Ach so, also nicht antippen. Warte. Wir müssen sie irgendwie dazu bewegen. Jetzt singt schon. Na los, weckt Kalida. Ja, okay, das läuft nicht. Spotty, hast du eine Idee? Spotty? Warum singen die Yakis nur nicht? Jetzt tu doch was, Spot. Ist nix. Oh, doch, warte, ich weiß. Hatten wir nicht diesen Zauberstab dabei? Jawohl. Taktstock, nimm den mal. Und jetzt hören wir uns das mal an. Ah. Ist die Reihenfolge irgendwie wichtig? Das hört sich ja ganz putzig an. Aha. Okay, so ein bisschen unterscheiden die sich in der Tonlage. Kann das sein? Oder kommt mir das nur so vor? Habe ich die Musik zu laut gestellt? Okay, warte mal. Gut, das funktioniert so nicht. Das braucht wohl tatsächlich eine Reihenfolge. Da stand doch... Wir sind nicht allein. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja... Dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Ja, nee, schon klar. Okay, muss man gar nicht verstehen, muss nur wissen, wie die Noten zueinander stehen. Also, ganz hoch, dann fast ein bisschen weiter runter, ganz unten und dann die andere. Okay, also fast eine Tonleiter, nur halt eben mit diesem einen Ausrutscher, von ganz oben beginnend. Okay, dann lass uns doch mal gucken. Taktstock nehmen, ja. Warte mal, Ditte, du warst... Was bist du nochmal? Nee. Das kommt mir hoch vor. Nee, das ist tief. Der ist noch höher. Ist der noch höher als der da? Ja, also erst der, dann der. Lass noch mal hören. Okay. Ja, der ist irgendwo dazwischen, ne? Nee, ich würde sagen, erst der, dann der. Okay, aber wie passt der hier dazwischen? Nochmal. Der da ist ein Tick höher. Also, warte, wir hatten was? Erst der da. Dann der da. So, dann kam der ganz tiefe. Das war der, glaube ich, ne? Oder war es der? Nee, war er nicht. Nee, okay. Erst der da. Dann der. Nee, das stimmt doch nicht. Noch, shit, nochmal. Also. Der ist ein Ticken höher. Also erst der hier. Dann der. Dann kommt der ganz tiefe. Das war er hier. Dann kommt... Nee, erst der. Genau, ein bisschen höher. Das ist gut. Und jetzt der. Ja. Ja.
dass Sedgwick seine Reise auf dem Rücken des riesigen Vogels fortsetzte, der einst eine Insel war. Schließlich hatte er Kalida gefunden. Was ist passiert? Bin ich tot? Nein, Sedgwick. Du schläfst nur. Ich weiß, du bist nicht wirklich. Das alles hier ist nichts weiter als ein böser Traum. Ich bin realer, als du denkst. Schon sehr bald werden wir zusammentreffen. Und dann wirst du deine Bestimmung erfüllen. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du glaubst noch immer, dass du es aufhalten kannst. Aber alles, was du erreichst, ist Zerstörung. Jede deiner Taten bringt dich dem Ende näher. Nein, du lügst. Das ist alles deine Schuld. Es ist bald soweit. Das Ende steht kurz bevor. Erwache! Oh, Kapitel 3. Die Askel. Autsch. Okay. Wo bin ich? Ist das immer noch mein Albtraum? Nein. Das ist doch Corona. Sinusbot. Kalida hat uns fast bis zum Schloss gebracht. Aber wie sollen wir da bloß hinkommen? Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Kalidas Erwachen. So, sie hat uns... Habe ich es nicht gesagt? Hey, Kalida ist die Insel. Diese ganzen Geschichten mit auf ihr und so. Guck mal, hier ist ein Stein. Was ist denn das? Hier gibt es nur Steine, Trümmer und Trostlosigkeit. Na, herrlich. Okay, schönen Dank auch. So, was ist da? Nein, 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 da ist das Schloss. Das ist Corona, echt? Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Können wir nicht auch wieder so ein Katapult benutzen oder so, wie du es bei dem See getan hast? Guck mal, die sehen alle hier so aus. Das ist ein kleines bisschen gefährlich vielleicht, da oben zu leben. Okay, gut, wir sehen uns erstmal weiter um. Hier ist das ein Tor. Wohin auch immer das führt. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat. Oder selbst tot ist. Okay, ein Totenschädel. Also guck mal hier vorne, das sieht auch aus wie ein Totenschädel. Ja, mit etwas Fantasie ist das da drüben ein Maul mit Zähnen. Oh, keine gute Gegend. So, mal gucken, was haben wir hier. Hier haben wir irgendwas mit Hebeln. Und eine Laterne. Ah, eine Laterne. Nett, wenn man Lampions mag. Naja, komm, nimm sie mal mit. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Boah. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Okay. Toll. So, hier haben wir Hebel. Was passiert denn? Himmel, wenn ich gewusst hätte, dass Weltretten so kompliziert ist. Na, wir kriegen das schon hin. Keine Sorge, wir machen das ja zusammen. Okay. Hat das was getan? Ich lasse es mal erstmal nur bei diesem einen. Oh, guck mal, der Mond. Schön. Hi, und er grinst. So, was passiert denn, wenn... Ah, guck mal hier, wie cool. Und dann setzt sich das Bild zusammen. Wie cool. Seht ihr das da? Der Totenschädel? Das ist ja geil gemacht. Das ist, also auf sowas stehe ich, auf sowas fahre ich voll ab. Das ist wow. Okay, aber was hat sich getan? Sollte das am Ende die Lösung sein? Oh, warte mal, dann lass mich nochmal gucken. Was hat denn der erste Hebel bewirkt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. So, wenn wir den nochmal bewegen... Es ist scheinbar erstmal nichts passiert, ne? Wenn wir jetzt zusammenschieben. Tadalala. Hm, keine Ahnung. Oh, mein Spot. Okay, wir probieren mal den zweiten Hebel.
Zack, und bitte mal machen. Okay, erstmal scheint es keine Veränderung zu geben. Doch, guck mal, jetzt passt es ein wenig besser zusammen. Das scheint richtig gewesen zu sein. Was anderes hat sich nicht verändert, oder? Hier ist, lass mal gucken. Da ist noch, ja, die Lampions da. Nett, wenn man Lampions mag. Okay. Spot, kannst du mal ein Stück beiseite gehen? Ja. Hier ist der Stein, aber da leuchtet es doch zweimal. Stein und ganz besonderer Stein. Okay, gut, kein Stein. Können wir uns da draufstellen? Ja, das geht, aber es passiert nichts. Okay, also es scheint tatsächlich diese Geschichte mit den Hebeln zu sein. Gut, also der zweite, der scheint mir richtig. Also sieht zumindest richtiger aus. Versuchen wir den dritten. Hä, hab aufgepasst, da hat sich nichts verändert, verdreht oder sonst irgendwas. Nee, das war nicht richtig. Nee, das, jetzt sieht hier unten der Mund irgendwie anders aus. Nee, das war nicht okay. Meine Treffsicherheit ist nicht besonders hoch. Okay, versuchen wir es mit dem vierten Hebel. So, gehen wir weiter. Nee, ist auch nicht richtig. Nee, das schiebt sich irgendwie komisch zusammen. Nee, der vierte ist nicht der richtige. Ach, komm schon. So. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem fünften. Wäre natürlich fies, wenn die auch voneinander abhängig sind. Sowas im Sinne, wenn du den zweiten bewegst, bewegt sich der dritte und der vierte gleich mit. Da, guck mal. Da, das ist richtig. Das sieht doch gut aus, oder? Und jetzt? Nein. Diese Tür ist zu. Aber gut, dass ich es ausprobiert habe, denn immerhin weiß ich es jetzt. Und dieses Wissen tröstet mich über die Tatsache hinweg, dass mein Arm jetzt ausgekugelt ist. Ach du Ärmster. Dann stell dich mal auf den Stein. Vielleicht müssen wir den einfach beschweren. Nee. Scheint nichts zu sein, ne? Oder? Aber das ist doch richtig hier, oder? Spot, kannst du dich da drauf stellen? Na, Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Fraß. Nee, das war's wohl nicht. Müssen wir eine seiner anderen Formen wählen? Na, Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Fraß. Nee, scheint nicht so. Okay, gut, das scheint es nicht zu sein. Aber warte, ich bring dich erstmal in deine alte Form zurück. So gefällst du mir viel besser. Okay, war es vielleicht doch noch nicht das Richtige? Aber es sieht richtig aus. Ich probiere nochmal den ersten. Da war ich mir ja nicht sicher, was sich verändert hat. Okay. Nee, das stimmt nicht. Nein, der erste ist es nicht. Da sind die Wangenknochen verschoben. Kann natürlich auch sein, oh warte mal, das können wir mal ausprobieren, ob es genau das gegenteilige Ergebnis ist. Also ich fand das schon richtig. Hallo? So, und der fünfte Hebel auch. So, mal gucken. Was ist jetzt? Nee. Nein, das geht ja gar nicht. Nein, das war schon richtig. Also, der hier. Dann dieser wieder. Tada. Voilà. Du auch noch. Und du. So, ist es wieder hergestellt, ne? Der zweite und der fünfte. Lass noch mal gucken. Also für meine Augen sieht das gut aus. Muss ich den drücken? Okay.
Was hat er denn jetzt aufgenommen? Ein Stein. Hallo, toll. Okay, war das des Rätsels Lösung? Podest? Yippie, ich habe es geschafft. Ach, ich doch, habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Ja, yippie. Können wir rein? Okay. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass wir, du weißt was schon. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Keine Ahnung. Also bevor wir irgendwas anderes tun, lass uns mal ein bisschen umgucken. Hier ist ein Horn. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Ach, guck mal, da unten ist jemand, die Wache. Ja, aber lass uns erstmal weiter umschauen. Gruselig. Kannst du irgendwas davon mitnehmen? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Naja, aber du bist tot, also... Tja. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Okay, lass mal gucken. Können wir irgendwas mit dem Horn machen? Es sitzt felsenfest. Das kann auch gut sein, weil wir etwas daran befestigen können. Haben wir irgendwas so... Wir haben unser ganzes Inventar eingebüßt. Oh nein. Okay, dann hau mal mit dem Stein. Das wäre ein guter Punkt, um den Wächter zu überrumpeln, wenn ich doch nur besser werfen könnte. Ich bräuchte eine Art Hilfsmittel. Ja. Gucken wir uns erstmal an. Können wir auch mit ihm sprechen? Ist das eine gute Idee? Weil, halt, warte mal. Guck mal, da ist ein Fenster. Oh, ach so. Nee, ich wollte es gar nicht anfassen, sondern nur gucken. Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Gorni, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit! Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost, Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Barney! Und sie werden singen. Asgilia! Asgilia! Garney! Und dann gibt es ein großes Fest und bunte Wimpel. Ja! Gorni! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gorni. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz, pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Wo bist du da nur wieder reingeraten? Oh, wir bleiben hier? Schauen wir immer noch durch das Fenster? Das scheint so zu sein. Hier sind Steinscheiben. Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Kannst du da drauf tippen? Nein, ich komme nicht ran. Nee, wir müssen da wahrscheinlich rein, ne? Da
Es sieht ganz so ein Schlachtplan nach, du liebe Zeit. Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Sollten wir uns da überhaupt einmischen? Also, ich meine, naja. Das ist ein Schlachtplan. Ja, schon klar. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Okay, hier haben wir Kerzenhalter. Können wir die auspusten? Ihr macht mir keine Angst. Hört ihr? Oh. Okay. Gibt's denn irgendwas in der... Da war doch eben was. Seil? Können wir danach greifen? Ach, er steckt da im Fenster. Ah, oh, ich Blödi. Das erkenne ich erst jetzt. Meine Güte, ich dachte, wir gucken die ganze Zeit da... Dahin, da ist ein Eimer. Kommst du da auch irgendwie ran? Hm, wahrscheinlich nicht, ne? Nein, ich komme nicht ran. Hm. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Ja, keine Sorge, das machen wir schon. Ich denke, wir werden früher oder später eh hier landen. Okay. Puh. Die Steinscheiben, zwei gibt's davon. Okay, noch etwas? Irgendwas nütze, Kerzenhalter? Ja, hm. Okay, gut, erstmal wieder raus. So, na, da steht wieder Wache. Aber warte mal, können wir jetzt, da wir das Seil haben, eine Steinschleuder basteln? Hm, daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Seil mit Stein, okay. So, die versuch jetzt mal auf die Wache anzuwenden. Na, komm ihm nicht zu nah. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Aber irgendwie muss ich ihn wohl überwältigen. Hm. Der Plan braucht offenbar noch ein wenig mehr Plan. Plan, ja. Dafür war wahrscheinlich dieses Horn hier oben gut. Kann das sein? Er steht ja direkt darunter. Also, wenn du den Stein schwingen lässt, sollte das funktionieren. Okay, und jetzt? Ja? Und in diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Oh je, okay. Gut, kannst du den... Was, Knoten? Kannst du den... Nimm mal den wieder mit. Oh je, ich war schon immer schlecht im Knotenpoolen. Was denn, du hast den Knoten noch selbst gemacht? Also, nee. Okay, kann... Kann unser Freund hier den abbrennen? Hey Spot, kannst du das Seil für mich durchbeißen? Nicht frech werden, junger Mann. Ein einfaches Nein hätte auch gereicht. Okay, schon gut. Ja, können wir uns dem denn jetzt nähern? Ist das sicher? Ich weiß es nicht. Wache, guck sie dir das an. Das war ich? Wer hätte gedacht, dass ich zu so etwas fähig bin? Ja, du solltest dir mal Gedanken machen über... Naja... Steintür. Okay. So, kannst du denn jetzt zumindest den Stein mitnehmen? Ich kann es nicht mitnehmen. Es ist oben festgeknotet. Okay, das funktioniert nicht. Okay, Seil mit Stein. Kannst du ihn durchsuchen? Vielleicht hat er ja was Nützliches bei sich. Ich weck ihn lieber nicht. Ich mag gar nicht daran denken, was er dann mit mir anstellen würde. Vielleicht. Okay, ist hier noch etwas? Nee, okay, dann gehen wir mal da rein. Ja, das ist der Raum. Okay, jetzt guck dir den Schlachtplan mal näher an. Das ist ein Schlachtplan. Oh je, die Askel plant tatsächlich einen Angriff auf Corona. Okay, gut. Kommst du denn da oben jetzt ran? Ah, sieht nicht so aus. Nein, ich komme nicht ran. Aber vielleicht kann das unser Freund tun. Vielleicht in seiner ursprünglichen Form? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. Was ist mit dieser Form? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es Spot erst recht nicht. War nur so ein Versuch. So kann er doch bestimmt hüpfen, ne? Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft es... Okay, Spot ist hier keine Hilfe. Okay, alles klar. Gut, die Steinscheibe. Was passiert denn, wenn wir da drauf drücken? Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlegel. Oh, es ist nicht einfach eine Scheibe, sondern es ist ein... Ja, so eine Art Gong. Ich glaube, dafür benötigt man eine Art Schlegel. Okay. Gut, was haben wir noch? Kerzenhalter? Nö, uninteressant. Also, ja, gut, hier können wir nichts tun. Was ist denn hier los? Aufwachen! Oh, oh.
Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na, warte. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler? Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen? In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte Nachricht ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Oh, und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Barney! Was ist was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Oh. Oh je, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo ist Spot? Spot ist weg, oh nein. Aber es raschelt. Ist Spot da? Heuhaufen? Okay. Ihr wisst, wie es läuft. Erstmal umgucken. Ha! Hier drin etwas Nützliches zu finden, wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Findest du vielleicht noch mehr? Jetzt hat er Heu mitgenommen, ne? Ja, tatsächlich. Heu und die Nadel. Und den Stein haben wir natürlich nicht, klar. Guck mal, da geht ein Schacht entlang. Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Okay, nichts weiter. Okay. So, Zelltür, da gucken wir gleich nach. Gibt es hier irgendetwas? Sieht aus wie ein Schädel. Nee, weiter gibt's hier nicht, ne? Nichts. Okay, Zellentür. Guck mal durch. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Das ist ja schon mal gut. Kannst du die Zellentür öffnen? Ich habe genug Selbstachtung, um nicht am Gitter zu rütteln. Oh. Dann guck doch mal durchs Schlüsselloch. Aha, da steckt ein Schlüssel von der anderen Seite im Schlüsselloch. Was können wir denn mal da drunter durchschieben? Das Heu wird nicht funktionieren. Tja, nee, das funktioniert nicht. Okay. Kannst du hier... Hallo? Hilfe? Natürlich nicht. Natürlich nicht, okay. Irgendwas, was du nehmen könntest? Ja. Oh. Nein. Dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Okay. Boah, ja. Es bleibt ja nicht mehr viel übrig, ne? Hey! Hallo! Was ist denn da drin los? Was willst du, du Narr? Lass mich raus. Lass mich raus. Ein kühner Wunsch. Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie das? Ich weiß nicht. Ich bin unschuldig. Es ist ein Fehler, mich zu... Ich müsste den Weltuntergang abwenden. Ich muss mal. Okay, ich probier's mal einfach durch. Ich bin unschuldig. Ja, die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Ich muss den Weltuntergang verhindern. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Ja. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Da warten die doch drauf. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Ja. Kluges Kind. Ich muss mal. Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askil-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist?
Igitt. Ja, genau. Igitt. Mama, ich muss mal. Ich habe Hunger. Ich könnte doch bei euch mitmachen. Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ich. Ach ja? Mach ich das? Ich meine, als was denn? Denk scharf nach. Wozu könnten wir Askel einen Clown gebrauchen? Hm. Ich gebe auf. Ich komme nicht drauf. Kennst du das Sprichwort, einen Clown gefrühstückt haben? Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja, aber es bedeutet etwas anderes. Okay, egal, lass mich unten verrecken. Egal, lass mich ruhig hier drin verrecken. Was? Hatten wir auch vor. Ja. Ist ja langweilig. Ich habe Hunger. Ach du je, das wird noch ein Weilchen dauern. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Naja. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein, das sind die Reste der Schimmelsuppe. Ja, was? Wollte sie nicht mehr. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Na, okay. Ich will mich beim Koch beschweren. Ich will mit eurem Anführer reden. Ich habe ein paar Fragen. Oh, nee, nicht ein paar Fragen. Bitte nicht. Nein. Oh. Ich will mit eurem Anführer reden. So. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Das bringt dir alles gar nichts, Mann. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Und nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Weißt du was? Irgendwie schon, ne? Weil wir müssen uns ja eh selbst befreien. Also davon gehe ich mal stark aus. Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keine Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Ja. Versprochen, mhm. Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks. Okay, gut, alles klar. Er konnte es nicht lassen, ne? Okay, alles klar. Ich denke, es wird dringend Zeit für eine Aufnahmepause. Dankeschön fürs Dabeisein. Vielen Dank, dass ihr der Geschichte weiterfolgt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Auf Wiese gehen.